Die Richterin muss sich heute mit einer nächtlichen Spritztour befassen. Doch Oliver Mertens, der hier angeklagt ist, hat für die Nacht ein Alibi. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Mertens, wir verhandeln Ihre Strafsache heute wegen unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeugs. Staatsanwaltschaft wird von Herrn Thielen vertreten. Zunächst zu Ihren persönlichen Verhältnissen, Herr Mertens. Sie heißen mit Vorname? Oliver. Sie sind wann und wo geboren? Ich bin in Köln geboren, am 11. Februar 1979. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in der Burgstraße 3, hier in Köln. Sie sind ledig und vom Beruf? Ich bin gelernter Schlosser, zurzeit arbeitslos. Herr Thielen, die Anklageschrift, bitte. Dem Schlosser Oliver Mertens wird Folgendes zur Last gelegt. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 2000 schlich sich der Angeklagte in die Garage seines Nachbarn, des Zeugen Müller, in der Burgstraße in Köln und fuhr mit dem VW Passat des Zeugen Müller davon. Vorher hatte sie sich heimlich die passenden Schlüssel besorgt. Es kam zu einem Unfall, klammheimlich stellte der Angeklagte den schwer beschädigten Wagen wieder in die Garage zurück. Oliver Mertens wird daher angeklagt, ein Kraftfahrzeug gegen den Willen des Berechtigten in Gebrauch genommen zu haben. Vergehen strafbar gemäß § 248b Absatz 1 und Absatz 3, 44 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Strafantrag ist rechtzeitig gestellt worden. Der Angeklagte hat die Tat mit einem Kraftfahrzeug begangen. Ich werde daher Fahrverbot beantragen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Herr Mertens, ich muss Sie darauf hinweisen, dass es Ihnen nach dem Gesetz freisteht, Angaben zu machen oder zu schweigen. Wie wollen Sie es halten? Wollen Sie aussagen? Ja, ich habe nichts verbrochen. Ja, Sie haben ja gehört, was die Staatsanwaltschaft Ihnen vorwirft. Haben Sie denn das Fahrzeug aus der Garage rausgeholt? Nee, also das ist vollkommen falsch. Also ich weiß auch gar nicht, was das soll. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie der Geschädigte darauf kommt, mich anzuklagen hier. Weil ich bin es nicht gewesen. Ich habe eine Zeugin, meine Freundin, bei der bin ich die ganze Nacht gewesen. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich sein Sohn das Auto geklaut hat oder entwendet hat. Der fährt ja schließlich öfters mal mit dem Auto. Und dann hat er was kaputt gemacht und war zu feige, seinem Vater zu erzählen. Also nur weil in mir sowas mal passiert ist, dass ich schon mal mit dem Auto gefahren bin und keinen Führerschein hatte, sitze ich jetzt hier wahrscheinlich und ja, muss den Sündenbock spielen. Ach, Sie meinen, weil Sie vorbestraft sind? Deshalb. Kennen Sie die Familie Müller? Da hast du das. Ja, ich kenne die Familie Müller sehr gut. Das sind unsere Nachbarn. Mhm. Und so wie die restliche Nachbarschaft, ja, so ein relativ lockerer Haushalt, kann man da relativ ein- und ausgehen. Ich kenne den Sohn auch. Ja, ich kenne das Haus. Mhm. Und wissen Sie auch, wo der Schlüssel hängt für das Fahrzeug? Der liegt da ab und zu mal rum. Also, der hängt nicht irgendwo speziell und sowas. Also, das ist, wie gesagt, ein lockerer Haushalt. Mhm. Also, Sie waren es nicht? Nee, also, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier bin. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich fühle mich da echt als Sündenbock hingestellt. Nee. Hm. Noch Fragen den Angeklagten? Dann darf ich Sie mal bitten, Platz zu nehmen. Herr Mertens, auf dieser Seite. Danke. Herr Müller als Zeuge eintreten, bitte. Herr Müller, kommen Sie vor, nehmen Sie Platz. Herr Müller, Sie sind hier als Zeuge geladen und wie jeden Zeugen muss ich Sie vorher darauf belehren und darauf hinweisen, dass Sie bei Gericht die Wahrheit sagen müssen und sollten Sie es nicht tun, schwer bestraft werden können, bei Meineid Mindeststrafe ein Jahr. Also auch wenn man geschädigt ist, neigt man vielleicht gelegentlich zu Übertreibungen oder Vermutungen, immer bei der Wahrheit bleiben. Herr Müller, Sie heißen mit Vornamen? Horst. Sie sind wie alt? 46 Jahre alt. Sie sind vom Beruf? Ich bin Handelsvertreter. Und Sie wohnen wo in Köln? Ich wohne auf der Burgstraße 5. Und Sie sind mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Mhm. Herr Müller, Sie haben Ihren Wagen in der Garage vorgefunden. Was war da gewesen? Ja, ich müsste das jetzt mal so kurz erklären. Mhm. Also wie gesagt, ich bin ja Handelsvertreter. Ich fahre jeden Morgen so gegen 7 mit dem Auto zur Arbeit.
An diesem besagten 25.06. bin ich allerdings schon einige Minuten vorher aus dem Haus gegangen, weil ich noch mit dem Wagen tanken wollte. Ich bin zur Garage hin und wollte wie gewohnt meine Tasche und Thermoskanne von der Beifahrerseite aus auf den Beifahrersitz abstellen. Und da fiel mir auf, dass die rechte vordere Seite beschädigt war, sehr stark beschädigt war. Der Kotflügel, der war völlig verbeult, der rechte Kotflügel. Mhm. Ich war da also darüber sehr entsetzt, weil das am Vortag eigentlich noch gar nicht vorhanden war, dieser Schaden. Ich habe mir den Wagen dann noch mal von allen Seiten angeschaut. Und außer diesem Schaden war sonst nichts festzustellen von meiner Seite aus. Ich bin dann zum Haus zurück, habe meine Frau und meinen Sohn Roland gefragt, ob sie was davon wüssten. Und die waren auch darüber eigentlich sehr erstaunt. Und meine Frau war noch ein bisschen am Jammern, das würde wieder so viel Geld kosten. Und mein Sohn war eigentlich darüber auch empört, dass ich ihn vielleicht verdächtigt, dass ich ihn möglicherweise verdächtige. Wann haben Sie dieses Fahrzeug am Vorabend dort abgestellt? Ich habe das so gegen 18 Uhr, halb sechs, 18 Uhr. Da war es noch in Ordnung und dann ist es nicht mehr bewegt worden von Ihnen oder Seite Ihrer Familie? Von meiner Frau und von meinem Sohn eben halt nicht. Weshalb glauben Sie jetzt, dass es hier der Nachbarjunge war? Es war ja so gewesen, die Garagentür war abgeschlossen und die Schlösser von den Türen, die wiesen also nach meinen Kenntnissen, ich bin ja kein Fachmann, aber keine irgendwie offensichtlichen Beschädigungen auf. Es konnte also nur jemand gewesen sein, der die betreffenden Schlüssel zu der Garage und zu dem Auto gehabt hat. Die Polizei hat auch keine Aufbruchsspuren oder irgendwas gefunden. Die Polizei hat auch nichts feststellen können in dieser Richtung. Und ja, und um jetzt auf Ihre Frage hin zurückzukommen. Es musste, wie gesagt, einer gewesen sein, der eben halt die Schlüssel gehabt hatte. Und da fiel mir also eigentlich nur hier der Oliver Mertens ein. Das ist der Sohn meines Nachbarn. Der geht nämlich bei uns ein und aus. Ja, weil ich dann vorbestraft war, haben wir einen Sündenbock. Und weil ja der Roland den Wagen kaputt gemacht hat. Der Freund meines Sohnes. Und er kennt sich so ein bisschen aus, meinen Sie? Auch die Örtlichkeiten und die Schlüssel hängen, also bei vielen ist das ja auch üblich, dass die Schlüssel so im Flur hängen und er müsste, er kannte die Örtlichkeiten und ihm wäre das auch zuzutrauen. Was meinen Sie? Darüber hinaus war es so gewesen. Weil er weiß, dass ich vorbestraft bin, ne? Ich meinte, das wissen wir direkt, das Nachbar ist vorbestraft, direkt zack, drauf, ja klar, ohne kurz nachzudenken. Ja, aber darüber hinaus war es so gewesen, dass an diesem Tatabend waren wir lange im Garten gewesen, der eigentlich unmittelbar am Haus angrenzt. Und in dieser Zeit stehen eigentlich normalerweise bei uns die Türen offen. Oliver, du hättest also spielend unbemerkt ins Haus gelangen können, sich die Schlüssel nehmen können. Und also die Schlüssel von der Garage, vom Fahrzeug und auch die Hausschlüssel, die mit an diesem Bund befestigt sind. Dann hätte ich sie dann anschließend in der Nacht leise zurückbringen können. Ja, jeder andere ja vielleicht auch, wenn das aufstand. Noch Fragen an den Zeugen? Haben Sie den Schlüssel denn am nächsten Morgen am Ort wiedergefunden, wo Sie ihn hingehängt haben? Die Schlüssel hingen wie gewohnt am, ich hatte sie ja morgens mitgenommen gehabt. Ja, und die hingen dann, also die hingen ganz normal wieder dort, wo sie abends eben halt zurückgelassen worden sind. Soweit ich weiß, haben Sie sich noch mal an die Polizei gewandt, im Nachhinein. Ja, mir ist im Nachhinein, also einige Zeit später, eingefallen, dass, wie gesagt, ich wollte ja noch mal tanken gehen, bevor ich zur Arbeit fahren wollte. Es war nämlich so gewesen, der Tank, der war eigentlich schon auf Reserve. Und man konnte also nicht mehr viel fahren mit dem Wagen. Und mir ist dann eben halt eingefallen, dass der Tank anschließend, also an den Tag später, gefüllt war, also nicht voll, sondern da wurde mit getankt. Also der Täter muss mit diesem Fahrzeug in eine Tankstelle angefahren sein, in der Nähe. Der wäre mit dem Wagen so nicht weit gekommen. Ja, noch Fragen an den Zeugen? Haben Sie noch Fragen an ihn? Nee. 61 CV2 als Geschädigter unbeeidigt. Herr Müller, bitte nehmen Sie Platz. Herr Förster, bitte eintreten. Oh, Herr Meier. Danke, Herr Meier.
Herr Zeuge Förster ist noch dienstlich in dieser Sache unterwegs und verspätigt sich einige Minuten. Herr Mayer, schicken Sie mir doch bitte Frau Behrendt rein. Frau Behrendt, bitte. Frau Behrendt, bitte nehmen Sie Platz. Sie sind hier als Zeugin geladen und Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Und wenn man es nicht tut, weil man befreundet ist, schwer bestraft werden kann. 3 Monate mindestens bei einer Falschaussage sollte ich Sie vereidigen. 1 Jahr Mindeststrafe. Frau Behrendt, Sie heißen mit Vornamen? Nicole. Sie sind wie alt? 19 Jahre. Sie sind von Beruf? Friseurin. Sie wohnen wo? In der Hamsterstraße 17 in Bonn. Und Sie sind mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Verlobt? Nein. Frau Behrendt, Sie wissen, um was es hier geht. Und Ihr Freund ist in Verdacht geraten, mit diesem Auto gefahren zu sein, einen Unfall verursacht zu haben, es wieder in die Garage gestellt zu haben. Das soll abends in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni gewesen sein. Er sagt, Sie beiden waren in der Zeit zusammen. Das war auch so. Oliver war an dem Abend bei mir. Er ist gegen, ich glaube, 20 Uhr zu mir gekommen. Meine Eltern waren nicht da, haben Fernsehen geguckt, was getrunken. So, dann sind wir irgendwann in mein Zimmer hochgegangen. Da haben wir dann halt was geschmust. Mhm. Ja, und er ist dann gegen 2 Uhr, glaube ich, wieder nach Hause gefahren. Gefahren? Womit? Mit seinem Moped. Er war mit seinem Moped bei mir. Das habe ich genau gehört. Er hat auch kein Auto. Wie hätte er sonst kommen sollen? Herr Förster, nehme ich an. Herr Förster hat offenkundig ein präsentes Beweismittel, das er dem Gericht zur Verfügung stellen möchte. Soll ich jetzt eben mal unterbrechen und Herrn Förster vernehmen? Richtig. Frau Behrendt, seien Sie so nett, warten Sie draußen, laufen Sie nicht weg, die Vernehmung ist noch nicht beendet. Okay. Herr Förster. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich erst jetzt komme, aber... Wir haben es wieder anrufen lassen. Die Ermittlungen haben es gerade angehalten. Ja, Herr Förster, Sie sollen jetzt hier als Zeuge aussagen. Sie wissen, dass man, die Wahrheit sagen muss als Zeuge, als Polizeibeamter, ist Ihnen das schon häufig gesagt worden. Sie heißen mit Vornamen. Jörg. Sie sind wie alt? 27 Jahre. Sie sind von Beruf? Polizeikommissar. Und Sie sind zu erreichen über Ihre Dienststelle und Sie sind mit dem Angeklagten, nicht verwandt, verschwägert. Nein. Herr Förster, was konnten Sie jetzt noch ermitteln? Ja, nachdem uns der Herr Müller vor ein paar Tagen die Sache mit dem Tank erzählt hat, haben wir im Umkreis die Tankstellen überprüft und uns die nächtlichen Überwachungsvideos angeschaut. Und, ist das ein Video, wo was drauf ist? Ja, richtig. Das können wir uns auch gleich gerne angucken. Ich habe das so weit eingeleitet, dass wir gleich... ein Videorekorder plus Fernseher hier. Was ist auf dem Video drauf? Auf dem Video ist zu sehen, dass der Angeklagte und seine Freundin, die Nicole Behrendt, in der fraglichen Nacht an der Tankstelle waren, dort getankt haben. Der Kleine Wagen... Sekunde, Herr Förster. Herr Mayer, bringen Sie mir doch bitte mal das Videoabspielgerät rein. Das ist auf diesem Video. Ja, richtig. Video des Weiteren zu sehen. Wird auch noch das Nummernschild des Wagens. Ist klar, dass man mit dem Datum und alles an diesem Tag... Es ist direkt die fragliche Nacht. Ja. Herr Mertens, ich lasse das jetzt gerade anschließen. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Muss ich mir das jetzt noch angucken? Ist das richtig, was er sagt, dass Sie auf dem Video drauf sind? Sind die Videos heutzutage gut oder so schlecht, dass man da nichts erkennen kann? Das ist eindeutig zu erkennen. Seien Sie so nett, Herr Mayer, legen Sie es mal gerade ein und starten Sie das Gerät. Ja, wie schon gesagt, wir sehen hier den Passat des Geschädigten, Nummernschild zu erkennen, der Angeklagte und seine Freundin auch gut zu erkennen. Gucken Sie gut zu, Herr Mertens. Gucken Sie gut hin. War Ihr Auto. Vielen Dank, Herr Mayer, das Gerät brauchen wir jetzt nicht mehr. Herr Förster, noch Fragen an den Zeugen? Nein.
Haben Sie noch Fragen an den Zeugen Förster? Nee. Wird auf Vereidigung verzichtet? Verzichten Sie auch auf Vereidigung des Zeugen? Ja. 61 CV5. Vielen Dank, Herr Förster. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Behrendt, bitte. Frau Behrendt, nehmen Sie doch bitte Platz. Frau Behrendt, wir haben uns eben ein Video von der Tankstelle angesehen. Von einer Tankstelle, wo er getankt hat. Sie waren darauf gut zu erkennen. Wir haben es uns schon einmal angeschaut, weil er es zunächst nicht geglaubt hat. Jetzt glaubt das. Muss ich es ein zweites Mal mir anschauen, dass Sie nicht bei sich zu Hause waren? Frau Behrendt, was war mit dem Wagen los? Wohin sind Sie gefahren? Wie sind Sie zu diesem Unfall gekommen? Oliver kam zu mir. Er hatte das Auto seines Nachbarn sich genommen. Und wir sind mit dem Auto durch die Gegend gefahren, aber der Tank war leer. Und dann mussten wir halt tanken gehen. Ja, und dann sind wir noch was trinken gefahren. Und dann waren wir auf dem Weg zum Oliver. Wir waren auf der Landstraße zwischen Bonn und Bornheim und Oliver ist viel zu schnell gefahren. Er hatte die Kontrolle über das Auto verloren und ist gegen einen Baum gefahren, vorne rechts. Dann sind wir ausgestiegen, haben geguckt, ob an dem Baum was dran war, da war aber nichts dran, uns war auch nichts passiert. Hm. Ja, dann sind wir wieder eingestiegen und zum Oliver gefahren. Und den Wagen zurück. Und warum haben Sie uns das nicht gleich erzählt? Ja, Oliver war so sauer, ich musste ihm versprechen, dass ich weder der Polizei noch Ihnen etwas sage. Und ich wollte ja auch nicht, dass er in Schwierigkeiten kommt. Mhm. Noch Fragen an die Zeuge? Ich denke, Sie auch nicht mehr. Wird auf Vereidigung verzichtet? Sie auch? 61 Ziffer 5, bitte. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Behrendt. Ja, von Ihnen höre ich im Moment auch noch nichts weiter dazu, ne? Sie haben vorhin ja schon mal angesprochen, auf die Vorstrafen, eine haben Sie. Referiere ich mal eben kurz aus dem Bundeszentralregisterauszug. Sie haben zwar zwei Eintragungen, aber nur eine ist eine Vorstrafe wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zweimal, jedes Mal hatten Sie das Auto von Fremden genommen. Einmal das von Ihrem Vater, einmal vom Onkel. Und einmal stoppte Sie ein Verkehrsschild und einmal die Polizei bei einer Kontrolle. Richtig so? Und dafür gab es einmal Jugendarrest eine Woche. Ja, noch Anträge? Schließlich die Beweisaufnahme. Herr Thielen, bitte Ihr Plädoyer. Frau Vorsitzende, es bleibt im Grunde genommen nicht viel zu sagen. Die Sache ist eindeutig. Zwar erst nach präsenten Beweismitteln, die hier zugegebenermaßen sehr spät herbeigetragen worden sind, aber sie sind da. Und der Angeklagte hat es danach natürlich auch eingeräumt. Was blieb ihm anderes übrig? Er hat nicht nur das Vertrauensverhältnis zu der Nachbarfamilie ausgenutzt, er hat dann noch nicht mal den Mut besessen, das Fehlverhalten einzuräumen, nachdem der Wagen beschädigt worden ist. Das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie der Angeklagte zur Rechtsordnung steht. Hier ist angeklagt worden die Gebrauchsanmaßung, wie es der Gesetzgeber sagt, nämlich der Bruch fremden Gewahrsams an einem Fahrzeug. Das ist kein Diebstahl, aber es ist eben der Bruch fremden Gewahrsams für eine Zeit. Das ist unter Strafe gestellt. Der Gesetzgeber hat hierfür bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe vorgesehen. Also es ist kein Kavaliersdelikt. Ich beantrage daher, den Angeklagten zu verurteilen, zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu D-Mark 25. Das entspricht in etwa den Einkommensverhältnissen des Angeklagten. Darüber hinaus werde ich ein Fahrverbot beantragen in Höhe von 3 Monaten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt, Herr Mertens. Was erklären Sie dazu? Und Sie haben auch das letzte Wort. Ja, kann man nicht mehr viel zu sagen, ne? Ja, ist scheiße gelaufen. Ich meine, als Arbeitsloser, alle haben ein Auto. Ja.
Ja, dann komme ich zur Urteilsverkündung. Bitte erheben Sie sich, meine Damen und Herren. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Mark verurteilt. Dem Angeklagten wird gestattet, die Geldstrafe von insgesamt 600 Mark in monatlichen Raten von 50 Mark zu zahlen. Dem Angeklagten wird für die Dauer von 3 Monaten verboten, im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder Art zu führen. Und der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Ja, Herr Mertens, auch ein Video, wenn es noch so spät kommt, ist ein gutes Beweismittel. Man sagt dazu Objekt der Augenscheinseinnahme juristisch. Und das war auch ein richtig gut. Wir haben es ja gesehen, so ein guter Augenschein, ja. Also insofern war klar, auch was die Staatsanwaltschaft beantragt hat, Geldstrafe 40 Tagessätze ist völlig angemessen. Ich habe nur die Geldstrafenhöhe, die Tagessatzhöhe reduziert. Rechnerisch ist es richtig, 25 Mark zu machen. Nur bei einem so geringen Einkommen, wie Sie es haben, von 780 Mark, ist man nicht gehalten, als Richter ganz knapp durch 30 zu teilen pro Tag. Wenn man am Rande des Existenzminimums lebt, kann man da großzügiger sein, das war ich. Fahrverbot ist klar für die 3 Monate und zum Fahrverbot muss ich Ihnen noch was sagen. Wenn Sie das Urteil heute annehmen, ich weiß es ja nicht, oder kein Rechtsmittel einlegen, jedenfalls wird das Urteil spätestens mit Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig. Das heißt, in dem Moment beginnt das Fahrverbot zu laufen. Gerechnet werden diese 3 Monate aber erst ab dem Moment, ab dem Sie den Führerschein in amtliche Verwahrung gegeben haben. Wenn Sie also 3 Monate nicht fahren und Ihren Führerschein nicht irgendwo abgeben, bei einer Polizeistelle, bei mir oder wo auch sonst immer, rechnet das Fahrverbot nicht. Da sind schon viele unangenehme Überraschungen für Beteiligte gewesen. Das nur vorab. Also deshalb Rechtsmittelbelehrung gegen dieses Urteil. Haben Sie das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision, beides innerhalb einer Woche, schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle, alles Nähere entnehmen Sie dem Merkblatt, das Sie bekommen. Oder wollen Sie das Urteil annehmen? Ja. Verzichtet die Staatsanwaltschaft auch auf Rechtsmittel? Der Angeklagte Mertens erklärt, ich nehme das Urteil an und verzichte auf die Einlegung eines Rechtsmittels. Die Staatsanwaltschaft erklärt ebenfalls Rechtsmittelverzicht. So richtig, Herr Mertens? Ja, ist richtig. Damit ist das Urteil heute rechtskräftig. Und den Führerschein geben Sie jetzt gleich mir oder auf der Geschäftsstelle ab. Die Verhandlung ist geschlossen.